In dieser Folge wird uns der Yeoman ein Web-App-Gerüst erzeugen mit allem Drum und Dran. Ja, und wir werden dieses Web-App-Gerüst einsetzen, um eine kleinzeitige Web-Anwendung damit zu entwickeln. Ja, und dabei lernen wir so Techniken kennen wie ein automatisches Reload, das uns hilft dabei, und das Überwachen von Dateien. Ja, viel Spaß! In der letzten Folge haben wir unserem Projekt ein Grunt-File hinzugefügt, über das wir einige Aufgaben automatisieren können. Wir haben schon JS-Hint automatisiert, aber wenn wir jetzt hier noch viele, viele andere Aufgaben automatisieren möchten, wie beispielsweise Minify, Uglify oder einen Testserver hochfahren, da haben wir jede Menge Arbeit damit. Und das wäre schön, wenn uns das jemand abnehmen könnte. Und dafür gibt's den Yeoman. Finden wir unter yeoman.io. Yeoman, das ist dieser Gentleman, und der kann für uns ein Projekt erzeugen, von dem wir aus starten können. Ja, und den Yeoman, den müssen wir uns auch installieren. Hier unten steht es schon, also das findet ihr, wie gesagt, bei den meisten Tools meistens sofort irgendwo auf der ersten Seite. Ich kopiere mir das jetzt und setze nochmal ein sudo davor und installiere jetzt mal den Yeoman global, dass wir den von überall aus aufrufen können. Wir bekommen da das mit das Yo-Kommando, und mit Yo können wir dann ein Template ausführen oder ein Generator, so heißen die. Die erstellen einem dann praktisch dieses leere, oder dieses, das ist ja nicht leer, dieses Projekt mit einem Grundgerüst, mit so einem Scaffolding. Ich gehe mal hier auf Discovering Generators, und da seht ihr, es gibt fast 1300 Generatoren. Hier für beispielsweise für Angular ein Framework, für Mobile, WordPress, Web-Apps und. Schaut es euch mal an, da gibt es für alles Mögliche ein Template oder ein Generator. Wir wollen uns, Mobile wollen wir eigentlich nicht angucken. Ich will mal hier den Web-App-Generator angucken und schau mal, was der mal so alles bietet. Der hat einige Features, CSS-Handling beispielsweise, Lint, automatische Verkabelung mit Bower-Components, das ist wichtig, weil wir uns auch noch Bower ansehen wollen in zukünftiger Folge, ein Optimizer, Test, Bootstrap und. Und im Getting Started sehen wir auch, wie wir den Generator installieren mit -g Generator Web App. Ja. Und da installieren wir doch den. -g mache ich auch ein sudo davor. Und da brauchen wir dann ein Verzeichnis, in dem wir unsere Web-App dann erstellen möchten. Das Web-App-Verzeichnis. Ich mache mal hier Verzeichnis Web-App. Gehe mal rein ins Web-App-Verzeichnis. Und jetzt ganz wichtig, da habe ich schon die Panik gerade gekriegt. Ich führe erst in diesem Verzeichnis den Yo aus. Yo Web-App. Und lassen wir hier eine Web-App zusammenbauen. Er stellt mir jetzt hier eine Frage. Es gibt auch Generatoren, die stellen mehrere Fragen. Was ich hier dabei haben möchte, ja, Bootstrap Framework ist vielleicht ganz nett. Und jetzt baut er mir hier, wie gesagt, das Gerüst zusammen. Er legt hier verschiedene Dateien an, eine Index.html, die Bower Components und. Und in der Zwischenzeit, während der noch dabei ist, kann ich die Zeit nutzen, indem ich in meinem Editor das Verzeichnis Web-App schon mal einlade. Und dann sehe ich einige Dateien, die er mal schon generiert hat. Beispielsweise hier die Package.json mit einer ganzen Menge von Entwicklungsabhängigkeiten, wie beispielsweise Grunt, einer Serverkonfiguration, und hier jeder Menge Grunt-Module, beispielsweise für Clean, Concat, Connect, Copy, Minify, Uglify, JS, Lint, Watch und so weiter, und auch einige für den Test wie Mocha beispielsweise. Ja, dann haben wir hier ein Grunt-File, das wir uns später noch angucken. Ich sehe gerade, mein Editor ist ein bisschen zu klein. So, jetzt passt es wieder. Was haben wir noch? Wir haben hier auch einen Testfolder mit Tests drin. Wir haben die Node-Modules, die er uns heruntergeladen hat. Und wir haben ein App-Verzeichnis, in dem sich eigentlich die eigentlichen Dateien befinden, die wir so schreiben, wie die Index.html und so weiter. Die Index.html werden wir uns auch als nächstes anschauen. So, da sehen wir, er ist soweit fertig, hat das Projekt erzeugt.
Und jetzt kann ich dann zum Beispiel einfach sagen, grunt.js-hint, wie wir das schon gemacht haben, auch ein JS-Hint-Task ist dabei, keine Probleme. Und das hier, das ist ein Grunt-Plugin, das uns diese Ausgabe gibt, das gefällt mir ganz gut. Da schaut er einfach nach, wie lange die einzelnen Tasks gebraucht haben und gibt uns da eine schöne Statistik aus. Also auch das kommt mit diesem Generator mit. Eine tolle Sache. So, und jetzt starte ich hier mal mit Grunt Serve, ein Task, der in diesem Grunt-File definiert ist. Ich drücke auf Eingabetaste und ich garantiere euch, ich habe meine Hände von der Tastatur, hat jetzt automatisch den Browser hochgefahren und hat die Indexseite angezeigt. Man sieht hier, das ist das Layout von Twitter Bootstrap, reduziert, sachlich, ja, ganz schick. Ja, und jetzt können wir damit anfangen zu arbeiten. Ich mache mal das Fenster ein bisschen kleiner, dass wir hier sowas zeigen können und schiebe das mal hier zur rechten Seite. Gehe in meinen Atom-Editor, mache den auch mal ein bisschen kleiner und schiebe den, ja, jetzt haben wir ihn größer gemacht, kleiner wollte ich eigentlich. So, schiebe den hier zur anderen Seite, bin jetzt im Index-File und suche mal hier, das war die falsche Taste, Allo. Hier haben wir Allo, Allo. Jetzt schaut mal hier rechts, was passiert, wenn ich hier links einfach das nach Hallo, Hallo ändere und abspeichere. Achtung, jetzt. Und schon hat er das hier verändert. Wir haben es abgespeichert. Ein Grunt-Task hat das Ganze überwacht, gesehen, was da passiert ist und hat dann beim Browser ein Reload getriggert. Wie das so funktioniert, schauen wir uns an und dadurch kommen wir auch gleich mal ja, in dieses Grunt-File ran. Wir haben Grunt-Surf aufgerufen und dann hat er erst einen Clean gemacht. Er hat Komponente verkabelt mit diesem Wire-Dependency und er hat über dieses Concurrent-Server einen Server hochgefahren und gleich danach ein Live-Reload-Task und ein Watch. Und diese Tasks, die wollen wir uns jetzt mal im Grunt-File angucken. So, da brauchen wir ein bisschen Platz im Editor. Und da suche ich jetzt mal nach Surf. Ja, das ist die Stelle, die ich haben wollte. Grunt Register Task, das ist der Surf Task. Und in diesem Surf Task, da führt er jetzt eine ganze Menge von Tasks aus, genau die wir gesehen haben. Clean Server, Wire Depend, Concurrent Server, Auto-Prefixer, Connect, Live Reload und Watch. Und den hier, den will ich mir mal anschauen. So. Dann haben wir hier nur einmal so, da muss ich nach Concurrent suchen. Zack. Ja, Concurrent Server, da kopiert er nochmal ein paar Styles. Und als nächstes gucken wir uns den Connect an. Die Beschreibung des Connect-Tasks. Hier, und da haben wir jetzt die Server-Einstellungen, Port 9000, er soll den Webbrowser aufmachen. Das ist der Port fürs Live-Reload, wie wir unseren Browser fernsteuern können. Ja, dann wollte man noch auf den Watch gucken, weil da passiert auch nämlich eine ganze Menge Magie. Hier wird der Watch-Task konfiguriert und da kann er jetzt verschiedene Dateien überwachen und zum Beispiel für einen Live-Reload hier unten, da startet er immer einen Live-Reload, wenn sich Dateien verändert haben und zwar im App-Verzeichnis. Config-App verweist auf das App-Verzeichnis. Wenn sich da drin irgendeine Datei verändert hat, immer Subverzeichnis, die auf HTML endet, eine CSS-Datei, dann geht er her und triggert einen Live-Reload und dann sehen wir, was sich verändert hat. Und damit können wir ganz komfortabel arbeiten. Also, wir haben ein Gerüst erzeugt bekommen mit einem Grunt-File, mit einer File-Struktur und darauf können wir aufsetzen. In den nächsten Folgen schauen wir uns an, wie wir hier noch Komponenten verwalten können, Frontside-Komponenten mit Bauer. Wir schauen uns auch noch an, wie wir hier Komponenten testen können. Also, bleibt dran, es bleibt spannend. Tschüss.